Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Und vorneweg vor allem, was überhaupt losgeht. Ihr seht, ich habe ja eine Truhe nicht bekommen, das ist nicht so wichtig. Und zwar möchte ich euch einmal fragen. Und zwar haben wir bald vor mit ein paar Leuten Empyreon. Kann ich das auch gerade einmal kurz zeigen, glaube ich, wenn ich jetzt das Bild einmal wegmache und dann hier hinklicke. Genau, hier haben wir Empyreon. Das habe ich schon mal gespielt, wie man hier oben sieht. Das haben wir vor, mit ein paar Leuten zu spielen. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir das mal. Dann kann ich davon auch mal was aufnehmen, denke ich mal. Das könnte ganz lustig sein. Aber das war's soweit davon erstmal. Wir wollen natürlich jetzt eine weitere Runde hier, ne? Ihr wisst schon was, ne? Wir müssen da Clash Royale spielen natürlich. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, erstmal natürlich wie immer die wunderschönen Gratistruhen öffnen. Und es ist der wunderschöne Montag, liebe Leute. Auch wenn die Woche angefangen hat, aber ist halt nicht so schlimm. Nee, weil Wocheanfang ist ja schon immer kacke, weil Wochenende ist vorbei und dann muss man wieder arbeiten, ich weiß. Aber ja, es sind ja vielleicht in einigen Regionen noch Ferien und so. Falls ihr noch Ferien habt, könnt ihr das gerne mal schreiben, dann weiß ich da auch Bescheid. Und wir gucken mal in den Shop, haben wir was Geiles? Oh, das, ne, das sind zwei Stück, die könnten wir uns fast leisten. Wäre natürlich geil, ne, das wäre ja schon Hammer. Wir starten einfach mal eine Runde, gucken, vielleicht kriegen wir ja irgendwie das Geld zusammen dafür und dann können wir uns die noch holen. Dann kratzen wir alle Pfennige und Cents hier zusammen, die wir haben. Pfennige, kennt überhaupt noch jemand Pfennige? D-Mark und Pfennig, kennt das überhaupt noch einer? Also, da muss ich wahrscheinlich an die etwas älteren Leute von euch. Ich sag auch mal danke. Ich weiß nicht, ob er geschrieben hat, ob er auch viel Glück gesagt hat. Ich schreibe auch einfach mal danke. Dann muss ich an die älteren Leute von euch ein bisschen appellieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht die einen oder anderen gar nicht kennen mehr. So D-Mark und so. Ich weiß gar nicht. Kennt das überhaupt denn einer von euch so? D-Mark? Kennt das noch einer? Oder ist das eher so ein bisschen fremd für euch? Könnt ihr mir gerne mal sagen, weil ich denke mal, dass das eher so die etwas älteren von euch vielleicht kennen würden. So die alte Währung, wie wir sie früher hatten in unserem so schönen Land namens Deutsche Lande. Kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere das vielleicht gar nicht mehr kennt. Kann ich mir echt vorstellen. Aber ein paar Leute kennen das vielleicht noch und wenn ihr das kennt, dann wäre das cool, wenn ihr mir da mal sagen würdet. Es kann ja sein, dass so die etwas Jüngeren, würde ich schon sagen, dass die Jüngeren zum Beispiel D-Mark und Pfennige schon gar nicht mehr kennen, oder? Ich meine, es ist ja schon ein bisschen her, wo wir den Euro bekommen haben. Und kann ja sein, dass die einen oder anderen das echt gar nicht mehr kennen. Würde mich interessieren auf jeden Fall an dieser Stelle. Das heißt, falls ihr da Auskunft geben möchtet und vielleicht Auskunft geben könnt, würde mich das freuen, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir eine schöne Valkyrie als Gegner. Ist natürlich immer blöd gegen das Spam-Deck, aber da sollten wir mit den Lakaien einfach durchkommen, oder? Easy going. Ja, hier hinten noch die, die sollen sich dann um das Povorana-Schwein kümmern. Sehr schön, hat auch geklappt. Und dann ballern wir jetzt immer durch. Ich glaube ja kein Pfeilhagel, was eigentlich sehr gut ist für uns, weil Pfeilhagel, wisst ihr ja, ist einfach tödlich für uns. Und wenn er das nicht hat, ist natürlich mega nice. So. Die Hexe hinten ran. Ja, noch ein paar Bogies dazu. Die sollen sich dann natürlich um den Drachen kümmern. Da kommen die Barbaren für den Dingsy-Dings. Ja, wisst ihr Bescheid? Ja. In Deutsch ist heute wieder irgendwie nicht vorhanden. So. Die da nochmal hin. Dann werfen wir da einfach mal ein Fass hin. Gucken, was damit passiert. Hier noch ein paar Leute. Und da er keinen krassen AOE-Clear hat, sowas wie ein Pfeilhagel oder so, sondern in Anführungsstrichen nur die Valkyrie, könnten wir da sogar echt gut durchkommen. Könnten wir echt gut durchkommen. Das sieht sogar gar nicht mal so bad aus. Hört auf, da hinterher zu laufen. Macht hier den Tower, Leute. Macht den Tower. Das ist wichtiger für uns. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht, oder? Naja, vielleicht mit etwas Glück. Komm schon. Nice. Ganz, ganz knapp wieder. Knappe Sache. Aber wir haben es geschafft. Sehr geil. Sehr, sehr geil, ey. Nice. Ich habe jetzt gar nicht gutes Spiel gesagt. Aber egal. Ich war gerade ein bisschen geflasht davon, dass wir es in der letzten Sekunde noch geschafft haben. Das ist immer so ein bisschen tricky. Aber es war nice, nice, nice. Viel Glück wünschen wir dir. Und
öffne gleich mal ein Fass. Also das wäre schon so geil, noch ein Fass, ne? Wäre natürlich geil, wenn man das Fass irgendwann so hoch hätte, dass da zum Beispiel 4 Leute rauskommen würden. Also das wäre auch schon nice. Und ja. So, und Barbaren mit dazu, glaube ich. Jo, das kann ganz geil werden. Ja, nochmal davon ein paar. Und dann, ne. Auf jeden Fall gut Range, dass wir da den Tower recht gut down bekommen können. Ja, sehr schön. Jetzt schaffen wir hoffentlich noch ein bisschen auf den Tower an sich einzukloppen. Das ist natürlich auch nice. Oh, ein Pfeilhagel hat er vorhanden. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, liebe Leute. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Beide Tower haben sehr, sehr gut Schaden bekommen. Das heißt, wir könnten uns sogar beide Tower links und rechts necken. So, ich würde gerne, glaube ich, mit der Hexe einfach links durch. Hoffen, dass er die Death und dann rechts einfach mit der fetten Skelett-Armee vorantraben. So. Okay. Gut, wir müssen jetzt erstmal hier deffen. Da kann ich leider nicht mit der geilen Skelett-Armee so angreifen, wie ich das vorhabe. Wobei, wir versuchen es einfach. No risk, no fun, würde ich sagen. Zack, dann ballern wir hier nochmal was hin und da auch nochmal. Ah, habe ich mit gerechnet. Habe ich echt mit gerechnet, dass jetzt nochmal der Kanonenturm kommt. Aber wir ignorieren so ein bisschen den Kanonenturm, was sehr gut ist. Wir gehen einfach daran vorbei. Easy going. Nicer Dicer. Nicer Dicer. Nicer Dicer. Jetzt ist der Turm gleich auch down. Das ist natürlich auch noch optimalo. Und wir kriegen da auch noch ein bisschen Damage drauf. Ja, nicht viel. Haben wir da überhaupt mit dem Bogis gerade Damage drauf bekommen? Ich glaube nicht. Aber es ist auch nicht so schlimm, ne? Ist halt nicht so schlimm. Wir haben einen Tower, das ist doch schon mal nice. Und daraufhin freuen wir uns. Okay, das war knapp. Das war ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Aber wir haben es geschafft. So, jetzt kommt die letzte Minute. Da können wir nochmal richtig rausballern. Richtig schön rausballern, was wir alles noch so vorhanden haben. Hier nochmal sowas da rein und hier noch ein paar Bogies. Einfach alles, was wir haben, einfach irgendwo da rein, man. Dann kann der Gegner das nicht so deffen, ja? So muss das sein. Hier nochmal eine richtig schöne Skelett-Armee. Die wird sich jetzt darum nur ein bisschen kümmern. Da ballern wir noch ein Fass hin und dann sollten wir jetzt gleich auch den letzten Turm bekommen. Wir brauchen gar nicht hier auf den Turm gehen. Brauchen wir gar nicht drauf gehen, wie ihr seht. So. Na komm, nicer. Gutes Spiel. Was ist denn hier los? Ja, da wir rushen einfach durch. Yo. Das ist nice. Sehr schön. Weiter, weiter. Es läuft gerade so gut. Da ballern wir einfach das nächste Game direkt hinterher. Da haben wir natürlich viel Glück dem Gegner. Weil sind natürlich Ehrenmänner und wünschen dem Gegner immer viel Glück. So. Wir fangen einfach mal ganz spontan, wie oft, mit dem Koboldfass an, weil das ja schon sehr, sehr stark ist, vor allem am Anfang. Wenn da nicht gedefft wird, dann kann er schon echt gut Schaden machen. Und das ist immer sehr schön. Hexe würde ich glaube ich auch noch machen, einfach nur damit wir ein paar Skelette sammeln können, um da drauf zu gehen. So, okay, da ist ein Bomberman, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Müssen wir ein bisschen warten, bis sie so ein bisschen dahinter sind, dass in der Hoffnung, dass ein, zwei Lakaien darüber gehen. Okay, der Bomberman ist schon down, das ist sehr gut, das ist sehr, sehr nice, so gefällt mir das. So gefällt mir das. So, hier nochmal ein paar Goblins auch noch hinterher. Oh, beide, Entschuldigung, gar keine Goblins. Ja, da kriegen wir ein bisschen Damage, ein bisschen. Jetzt nicht so viel, aber ein bisschen Damage, ein bisschen. So, den wollen wir rüberpullen in 3, 2, 1, jetzt in etwa. Zack, komm mal rüber, Kollege. Vielleicht solltest du keinen Schaden anrichten können, sehr schön. Das Pullen noch mal echt ein bisschen üben und das sollte echt gut drin sein und man sollte oft dran denken, weil wie ist das Pullen, das bringt oft schon was. Ich meine, man opfert oft dann auch eine Einheit, aber zum Beispiel gegen so einen Packer oder sowas, der wirklich Damage macht am Tower, ist das schon nicht schlecht, wenn man dann so ein bisschen rüberpullt die Gegner. So, wir probieren einfach mal das so, das gucken, wie weit die Barbaren da einfach kommen. So, ich hoffe, dass die Hexe dann die Argo bekommt da. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Das ist natürlich jetzt richtig uncool. So. Da sollten wir aber jetzt ein bisschen was schaffen damit. Zack, zack, zack. Ja, nochmal ein Fass und gucken, wie weit wir damit einfach durchkommen. Einfach testen. Einfach immer probieren, wie weit wir mit irgendwas kommen, wenn wir einfach so ein bisschen testen. Oh, der Packer ist jetzt aber krass schnell down gegangen, ne? Der ist krass schnell down gegangen. Hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sein. Hätte ich so null mit gerechnet, dass er so schnell down geht. Okay. Okay. Habe ich aber kein Problem mit, ne? Muss ich ganz ehrlich sein.
Muss ich da ganz ehrlich sein, habe ich eigentlich gar kein Problem damit. So, dann würde ich einfach sagen, hier ist Klettern, wir gucken, wie weit die einfach durchkommen, wenn wir die da lang schicken. Dann nochmal ein paar davon hinterher. Okay, gut, da hat er in Ordnung gedefft für, ist ganz okay, was er da gemacht hat. Natürlich jetzt nicht so schön für uns, aber ey. So, und Schlitz. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hier nochmal eine Hexe. Wir müssen halt irgendwie da ein bisschen durchkommen. Wir brauchen da nur einen Hit oder sowas drauf. Ne, sollten wir wenn möglich doch irgendwie hinkriegen. Sollten wir wenn möglich doch irgendwie hinkriegen. So, den damit wollte er deffen, wie es aussah, aber das ist gar kein Problem, weil wir geben den jetzt hart damit und damit haben wir eine Krone. Sehr schön. Das Spiel ist recht vorbei sogar. Wer war schon im Kronkau? Okay, habe ich gar nicht so schnell mitbekommen, Mann. Das ging mir ein bisschen zu schnell. So, oh, wir sind wieder aufgestiegen. Oh, damn. Und das mit dem Spam-Deck voraus, Mann. Mit dem Spam-Deck. Sehr, sehr geil, Alter. Viel Glück, viel Glück. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich die Runde verkacken, glaube ich mal, weil wir einfach nicht die nötigen Einheiten haben oder so in Arena 6 unbedingt klarzukommen. Wobei, mit den Einheiten könnte man bestimmt durchaus da hier durchkommen, mit denen, die ich habe in meinem Deck so. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir nicht durchkommen können, weil wir einfach das nötige Level von den einzelnen Einheiten und sowas nicht haben, dass wir da so durchkommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da so hauptsächlich das Problem daran liegt. Und ja. Oh ne, Lakaienhorde kann man jetzt noch nicht so gut nehmen dafür. So, die dahin. Dann würde ich die Barbaren gerne hier hinten rein haben. So, dann wird er sich auch umdrehen, genau. Aber wir kriegen den Fireman kaputt, das ist sehr gut. So, und nochmal eine richtig schöne Skelett-Armee einfach rein, weil wir es können. Dann können die da ein bisschen Stress machen auf der Seite, aber gut. Der eine Kleine wollte auch noch durch. Gutes Spiel, danke, danke. Danke, danke. Finde ich immer schön, wenn man den Gegner so ein bisschen lobt dafür, dass er irgendwas Nices gemacht hat. Dafür sind die Mauts dann wieder gut, aber... Aber es sind ja nicht wirklich die Mauts. Ich finde, mit den Dingen arbeite ich halt mehr als hier mit diesen Mauts. Die Mauts finde ich nervig. Aber darüber will ich ja nicht wieder reden. Ne, ich habe mich da oft genug drüber aufgeregt. Und das sollte jetzt auch reichen an der Stelle, ne? Okay, er ballert wieder mal einen Packer raus. Wir gucken aber mal, wie weit wir damit kommen, wenn wir hier so ein bisschen was spawnen. Gucken wir einfach mal. Okay, die Fliegedinger sind schnell down. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, da hinten mal den dahin. Und jetzt würde ich gleich gerne die Barbaren wieder für den Magier reinhauen. So in etwa. Ja. Sehr schön. Der Mage muss down. Das ist das Wichtigste, dass der Mage down geht. Weil da haben wir das größte Problem gegen den Mage, weil er halt einfach hardcore nervig ist. So. Aber die kriegen wir auch down, die Barbaren. Easy going. Easy peasy lemon squeezy. Und da sind sie einfach mal kaputt, denn die haben keine Chance gegen mich, weil ich bin der Meister der Verteidigung. Denn die Verteidigung, die ist immer wichtig. Vorhandene Verteidigung ist immer stark zu haben. Ne? Denn wenn man keine Verteidigung hat, ja, dann hat man keine Verteidigung und das ist nicht so gut. Und deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Mut, dass wir durch die Verteidigung durchrushen. Und dann werden wir den Gegner mal vernaschen. So. Okay, das war vorhersehbar. Gutes Spiel auf jeden Fall, ist vorbei. Ist vorbei. Danke, danke. Netter Gegner auf jeden Fall. Drachenfighter. Im Fire Clan. Richtig netter Gegner auf jeden Fall. Gefällt mir. Aber wir haben halt trotzdem nicht unsere 3 Kronen, die wir brauchen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube schon, dass wir wieder absteigen müssen. Um nochmal 3 Krönchen zu bekommen. Glaube ich einfach schon, ja. Wir werfen mal ein Fass dahin und gucken, ob wir das da hinten kaputt kriegen. So. Und hier mal ein bisschen durchpowern. Powern, powern einfach mal ein bisschen durch. Denn der Gegner, der ist ein kleiner Lurch. Wenn der nicht diese Power hat, die wir haben, dann laufen wir ihn einfach über mit unseren Armeen, ja. Mit unseren Einheiten. Unsere Einheiten
unseren Einheiten. Oh yeah, die Einheiten. Aha, die Einheiten. Aha, die Einheiten. So, rüberpullen einmal bitte. Dankeschön. Oh, hat nicht geklappt. Schade, schade, Schokolade hat nicht so geklappt, wie ich haben wollte, im Kopf drin. Aber nicht so schlimm. Not so schlimm, not so schlimm. Denn wir kriegen die Krone irgendwann noch da drin. Da drin, da drin. Okay, das ist kein Problem, wir dürfen jetzt so. Und dann haben wir nochmal hier ein paar Leute hin, die auf diesen Skeletthaufen einfach mal draufballern drin. Denn der ist da einfach mal kaputt. Und töten tut er keinen, so ein Schrott. Der Gegner denkt sich, hey, was soll denn das? Ich denke mir nur so, hey, ich bin ziemlich krass. Und mach dich fertig. Aha, ich mach dich nass. Was willst du machen? Ich bin einfach mega krass. Aha. Aha. Aha, aha, I like it. Aha, 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 aha. Okay. Dies war ein bisschen zu viel, das Ganze. Dies war ein bisschen zu viel. Aber ich will doch nur spielen. Ich will doch einfach nur spielen. So. Schlitz, 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 schlitz. Wir gehen einfach links durch. Wir ignorieren das hier. Auch wenn er da einen durchschickt und so, um den Tower zu bekommen. Ist ja auch okay, doch nicht ganz. Wisst ihr was, wir machen das so. Vielleicht reicht das, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es einfach sehen. Und dann werden wir den Gegner anflehen. Denn er wird sich darüber stehen. Was? Irgendwas wollte ich sagen. Aber es ist mir aus dem Kopf rausgeflogen. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir wollen doch nur die Krone. Minium. Wir wollen einfach nur eine Krone. Eine Krone, die wäre sehr nett. Der Gegner, der ist adrett. Und auch auf Keck. Aber ist nicht so schlimm, denn die Krone ist gleich drin. Und dann holen wir uns dieses Ding. Wir werden ziemlich viel wegballern mit dem Ding, ist auch okay. Aber wir holen uns das Türmchen da trotzdem, yay. Doch nicht. Chronicle, Chronicle, wer kennt es nicht, verliebt es nicht, was in Sahne. Wer kennt es nicht, verliebt es nicht, was in Sahne. Wer kennt es nicht, verliebt es nicht, was in Sahne. Chronicle, oh, Chronicle, oh. Es ist schon wieder mal so weit, yo. Es ist das Kronen, 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 K.O. Oh yeah. Oh, das war ein bisschen knapp, Mann. Ich dachte, ich krieg das mit diesem Mann. Doch der Gegner hat nur gesagt, ey, das kannst du doch nicht bringen, dann. Und dann hole ich meine Barbaren. Die wollen dir was sagen und dich dann noch bezwingen mit ihren riesen Messer. Komm schon! Mais! Da, Putz, Junge! Putz! Wer ist der King? Hä? Wer ist der King? Ja! Oh. Jetzt bin ich wieder übermütig. Und dann wieder auf die Fresse und bin wieder mad. So wie immer. Das passiert ja immer, 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 immer. Gibt es immer, 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 immer. Passiert dann sowas. Krass. Einfach mal gucken, was passiert. Ey. Das war jetzt aber nicht so geplant, ne? Das wisst ihr schon. Ich hoffe mal, das wisst ihr. Ich hoffe mal, das wisst ihr. Wir haben das immer nicht gemein. Deswegen holen wir ein Koboldfass rein. Und das wird fassig sein. Yeah. Oh nein, ich trade die einfach mal in den Müll. Weil ich so dumm bin. Weil ich so dumm bin. Oh yeah. Aber er hat ja fast nur Standardkarten, wie das aussieht, oder? Er hat fast nur Standardkarten. Wir sehen, man kann auch mit Standardkarten recht gut vorankommen. Pfeilhageltest ist incoming, Leute. Der Pfeilhageltest ist incoming. Da ist er. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Wir haben aber mehr Damage gemacht, das ist schon mal gut. Aber das heißt ja im Endeffekt nie was. Er ist schon auf Stufe 7 Elixier, man ist nicht schlecht. Das bringt halt nicht, desto höhere die Stufe. Die halten halt nur mehr aus, aber. Wobei, das bringt ja eigentlich schon was. Dadurch haben die mehr Leben, dadurch bleiben die länger stehen und dadurch bringen die mehr Elixier, oder? Das ist eigentlich schon gar nicht mal so bad, Mann. Aber ich dachte immer, ich bin der Madman. Und deswegen dachte ich immer, es bringt nichts. Deswegen bin ich jetzt so verflixt. So, die sollen sich um die Hexe kümmern. Und dann sollen sie sich mal verrömern. Zack. So, da kommen ein paar Fliegemänner an. Die wollen fliegen und zeigen, was sie können.
Und wenn die Fliegemänner nochmal kommen, dann wird es dir leid tun, Mann. Da gibt's doch gar keinen Sinn, was ich hier sag. Ist mir aber auch egal, weil der Gegner wird sich nicht erklagen. Okay, Leute, okay. Dann wird es mit einer fetten Armee ankommen, aber das sollten wir schaffen, Mann. Wir sollten das schaffen. Wir sind Profis in unserem Job, ja. Wir können Eis essen. Und das im Profiniveau, ja. Das musst du erstmal hinkriegen, Leute. Weil wenn du das nicht hinkriegst, dann Eis essen auf dem Profiniveau, ja, dann hast du nichts zu suchen hier, okay, ja. Weil nur Eis essen auf dem Profiniveau, ja, erhöht die Statistik dann so, dass du Eis essen kannst. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Oh yeah, aha. Aha. Aha, aha, aha. Oh yeah, aha. Aha. Ich freue mich rüber sehr, jo. Oh, so. Oh yeah. So, wir pullen hier einfach mal ein Stückchen rüber. Dann wird der Gegner mal so ein bisschen klüger. Und er denkt sich so, hey Mann, was soll denn das dann? Ich glaube, ich hau dich gleich mal um, Mann. Ich glaube, ich hau dich gleich mal um, Mann. Denn der Gegner kann mich einfach finishen, Mann. Der holt sich einfach mal einen feierten Feuerhai. Der holt sich einen Feuerhai. Ah, gutes Spiel. Eine Krone fehlt uns noch, Leute. Eine Krone. Und dann hätten wir es geschafft. Guck mal, da ist auch nicht mehr viel, was über ist. Wir können uns echt schon nicht schlecht in der Arena 7 schlagen. Aber uns fehlt noch der gewisse Bäm dahinter. So ein bisschen Power fehlt uns noch. Und dann können wir das bestimmt schaffen und dieses Ziel bestreiten, Arena 7 vollkommen für uns einzunehmen. Dass wir da auch mal öfter rumpimmeln und nicht nur einmal im alle 5 Jahr oder so. Das wäre doch schon mal geil, oder? Das wäre doch schon mal geil, Mann. Ich habe diesen Pfeil, Mann. Und der steht ziemlich gut zu meinem neuen Hut. Ich freue mich so sehr, Mann. Ich esse einen Teddybär, Mann. Boom, 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 boom. Ich tanze hier einfach rum. Ich zerstöre dich, Mann. Und das macht mir Spaß, Mann. Boom, 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 boom. Ich hau hier einfach rum. Mit meinen Einheiten, ich mach dich ziemlich dumm. Bum, 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 bum. Ich hau hier einfach um, was du hier raushaust. Okay, ich hör auf. Aber ich hab voll den Flow hier drin. Und mein Maserati, der ist immer drin. Immer drin. Denn der Flow, der ist nun da. Mit der Party over 9000. Das geht ab, yo. Aha, das geht ab, yo. Denn die Party, verspreche ich euch, wird ziemlich cool, weil ich bin ein fetter Leuch. Ein fetter Leuch. Und wenn der Gegner noch mehr haut, dann werde ich so zu Grandelbarts Haut. Zu Grandelbarts Haut. Putz, Junge, putz, 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 putz. Okay, dann hat nicht so viel geputzt. Aber ein bisschen Putz war da, finde ich wunderbar. Wir freuen uns übers Putzen, das ist doch sonnenklar. Ja, ein bisschen Putzen, das muss auch mal sein. Wir hauen dich gleich um, du Gegnerschwein. Oh ja, Putz, Putz, Putzi, Putzi, Putz. Ich hau dich dann mal um, schlummel, dummel, dumm. Putz, 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 wir putzen dich mal um. Ich finde das ziemlich dumm, weil du das Mann herum. Putz, 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 putz. Ich putz dich dann mal um. Okay, Mann, okay. Wir putzen, wir putzen, wir putzen, putzen, putzen. Ja, wir haben ihn umgeputzt. Wir haben ihn weggeputzt, weil wir haben ihn einfach mal so fett umgeputzt. Wir haben ihn einfach mal so fett umgeputzt. Wir haben ihn einfach mal so fett umgeputzt. Umgeputzt, umgeputzt. Wir haben ihn mal so fett umgeputzt. Zweite Krone kommt noch da. Ich freue mich da so sehr, oh ja. Denn die Kronen feier ich. Wie dein geiles Outfit. Outfit. Nichts anderes. Outfit, Leute. Gutes Spiel. Ja, Mann, den haben wir auch gegeben, Mann. Wir haben gezeigt, wer hier Le Basso ist. Und haben damit die Kronentruhe. Und wir haben... Es fehlen noch 2 Gold. Das ist ärgerlich. Aber ist kein Problem.
Ach nee, warte, wenn wir das einmal kaufen, Leute, ne, ist das ja teurer, ne? Was für 1000? Willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich verarschen, Mann? Ich bin männlich. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das noch so teuer. Was? Königsriese, wir haben eine neue Karte. Wir haben eine neue Karte. Und diese Karte, die ich hier warte, die habe ich schon lange mal erwartet. Eine neue Karte, ich freue mich so sehr. Oh yeah, oh yeah. Ich will die Zoll neu bearbeiten. Danke, Mann. Ich mache einen Screenshot, weil das ist das Thumbnail dann. Oh yeah, Mann. Königsriese ist da. 22. Ja, der Knall ist auch wieder da, Leute. Mhm. Wir machen heute Party den ganzen Tag. Der Minenwerfer ist auch mal wieder am Start. Und dann kommt noch der Entfernungsturm dazu. Und die Kiste ist zu, juhu. Nice one, wir haben eine neue Karte. Diese werden wir dann benutzen. Ich meine, die ist zwar teuer, aber ziemliches Ungeheuer. Ich glaube, die hauen wir mal in ein fettes Deck. Jo, wir machen, beziehungsweise ich überlege mir ein Deck, vielleicht, ich weiß noch nicht, ob bis zum nächsten Mal vielleicht ein Deck da ist oder nicht. Ich werde mal ein Protect-Königsriese-Deck machen, womit wir versuchen, nur den Königsriesen zu protecten und damit irgendwie Damage zu machen oder so. Ich lass mich mal überraschen, was ich mir da selber zusammenwurschkel und friemel. Aber das ist schon mal gut, wir haben ihn jetzt. Das heißt, wir können dazu einfach schon mal so Karten bekommen, auch glaube ich. Na gut, das war's auf jeden Fall von dem Part Clash Royale für heute. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung über einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Das war's, euer Clash. Ciao, ciao und bye, bye.